Hallihallo, ich mal wieder und ich habe einen kleinen Haul für euch. Ist ein ganz kleiner, ist eigentlich nur, ich wollte ein neues Stativ mal ausprobieren, wie das so, ob das sehr wackelt oder ob es geht. Und da dachte ich, ich zeige euch mal irgendwas. Und zwar habe ich, Moment, ich habe drei. Ja, drei kleine Bestellungen gemacht. Und zwar habe ich einmal bestellt bei Magno Nails. Da bestelle ich es mir so regelmäßig. Da habe ich auch die meisten Gele her. Auch Farbgele habe ich da unheimlich viele, weil die halt Preis-Leistung auch top sind. Ja, und ich habe mir jetzt gerade mal die Rechnung hingelegt. Das macht es ein bisschen einfacher. Und das weiß ich gar nicht. Ich habe teilweise die Sachen schon verräumt. Also nicht wundern, wenn ich es erst rausholen muss. Vorbereitung ist ja schließlich alles. Ja. Und wir fangen einfach mal an. Also nachbestellt habe ich mal wieder das Schwarz. Oh, das Licht ist aber jetzt nicht ganz so. Moment, das müssen wir mal. Einmal das Black, die 608. Das andere ist fast leer. Das bestelle ich immer nach. Das ist super. Auch das Weiß davon habe ich auch immer eins Ersatz da. So, dann habe ich mir Versiegler gekauft. Das Perfect Finish Gloss. Und zwar gleich so ein ganzes. Also die haben auch große Größen. Gleich so 60 Milliliter. Das habe ich auch schon nachgefüllt. Da einfach zum Nachfüllen Tiegelchen, weil in dem Teil funktioniert das so nicht. So, dann ganz viele. Ich lege das jetzt einfach mal hier hin. Also noch viel mehr. Ich will die jetzt nicht alle raus. Von diesen Teilchen hier. Ich möchte das jetzt ein bisschen ändern. Ich habe nämlich eigentlich, das noch mal beiseite. Und ich nehme jetzt einfach mal so ein. Ich habe eigentlich so ein Buch. Die Dinger sind von PNS24. Mir bricht aber ständig, jetzt habe ich natürlich das erwischt, wo es nicht ist, aber mir bricht ständig dieses Gewinde hier ab. Und ja, dann fliegt es immer umher und ich finde das ganz furchtbar. Deswegen mache ich jetzt alle meine Farben auf diese Tipps. Also, voilà. Diese Tippfächer. Ich habe jetzt hier schon mal so ein paar gemacht, habe schon mal angefangen, sieht dann so aus. Ich trage das auch von hinten her auf, also ich mache das hinten rein, sieht man hier, und vorne ist dann halt direkt versiegelt. Wenn ich jetzt sehe, dass mal einer von diesen Teilen nicht ganz so glänzend ist, waffe ich kurz drüber und versiegel noch mal, aber an sich reicht das so. Und da will ich dann auch die Unifarbenen in glänzend und matt machen, dass man auch mal den Unterschied sieht. Ja, das war eigentlich so der Hauptteil, was ich halt unbedingt haben wollte, um das endlich zu ändern. Dann habe ich noch. Jetzt ist was runtergefallen. War ja wieder klar. Dann habe ich noch bestellt. Das habe ich bereits im Schrank. Oh, Moment, ich muss mal den Karton wegräumen, das funktioniert so nicht. Und zwar habe ich mir das Bildergel Tixotrop, warum auch immer ich das vorher nie hatte. Das ist nämlich top. Da ist auch eigentlich noch ein Zwischendeckel, aber braucht man nicht, weil ist ja Tixotrop und läuft eh nicht über. Sieht man auch, ich habe das schon echt gut verwendet und ich habe es erst, weiß ich nicht, eine Woche oder so habe ich es jetzt hier stehen. Das ist echt toll. Also das ist wirklich mega. Hole ich mir dann auf jeden Fall die ganz großen Tiegel. Ich wollte es jetzt erstmal ausprobieren. Und ja, das ist toll. Also, ich weiß gar nicht, warum ich das vorher nicht hatte. So, dann habe ich einmal, jeder hypt ja den Kram. Und zwar Zeletten. Diese Zeletten. Wo sind sie vorne? Da. Also es kommt in so einer Box. Nee, hier ist vorne.
ich weiß es gar nicht, 200, ach genau, 200 sind da drin, das sind ja die normalen. Und die sind halt wirklich aus Stoff. Ganz dünn. Am Anfang dachte ich, Gott, die Löcher, die, aber das bleibt auf der Seite, also es läuft nicht durch. Sind an sich ganz cool. Ich muss sagen, ich mag die mehr. Ich komme mit denen besser klar. Ich brauche die natürlich auch. Für manche Sachen sind die auch super praktisch. Aber mit Cleaner arbeite ich eigentlich nicht so viel. Also nur zwischendurch einmal abwischen und ansonsten reinige ich Pinsel mit Nagellackentferner ohne Aceton. Oder halt mit einem durchsichtigen Gel. Ne? Deswegen, da finde ich die irgendwie schöner. Aber das muss man ausprobieren und die sind halt vom Preis her bei Magno Nails auch super. Wer das mal ausprobieren möchte, gerade in dieser Dose natürlich. Und dann kann man auch, gibt es auch noch 900er Packs zum Nachbestellen. Also man muss nicht jedes Mal eine Dose nehmen. Ja, und dann habe ich noch die Mini-Buffer bestellt. Das ist natürlich in der Folie. In Pink. Ich glaube, die gab es auch nur in Pink. Habe ich auch schon probiert, wie man sieht. Ja, sind an sich einfach nur diese dickeren Buffer durchgeschnitten. Aber ich habe da keinen Bock, die selber durchzuschneiden. Deswegen kaufe ich die fertig und die kosten auch, ich glaube, 2,99 das 50er Pack. Das ist voll okay. Hat zwei verschiedene. Ich mache mal eins raus. Kann ich dann verwenden, wenn ich meine Nägel mal wieder mache, die es dringend notwendig haben. Und zwar haben die zwei verschiedene Seiten, eine gröbere und eine feinere. An sich echt cool und klappt eigentlich auch ganz gut. Ich finde es immer sehr schade, diese großen Blöcke zu nehmen. Weil an sich, also im Nagelstudio arbeite ich nicht viel mit Buffern. Deswegen finde ich das total, ja, Quatsch, so einen großen Buffer mit diesen vier Seiten. Und ja, benutze ich eh nur mal vielleicht vorm Farbgel oder so, mal kurz drüber buffern. Oder wenn ich stempel, dann buffere ich auch kurz drüber. Meistens nehme ich sogar einfach die Feile, weil ich, bis ich den Buffer rausgeholt habe, bin ich mit der Feile fertig. Ja, aber die sind echt süß und die sind auch echt von der Qualität gut. So, das war es auch schon von Magno Nails, also wirklich kleine Bestellung. Ich hatte noch bestellt beim MPK Nails. Moment, ich hole das mal raus, was ich da so bestellt habe. Wie gesagt, war auch nicht viel. Und zwar bestellt habe ich eigentlich deswegen. Aber ich habe mich vertan. Ich wollte eigentlich die Nagellackentferner in Kirsche. Da habe ich mich aber verguckt und habe den Cleaner bestellt. Ja, habe auch noch woanders einen 5-Liter-Kanister-Cleaner. Ich glaube, den habe ich jetzt erstmal wirklich genug. Ja, also ich mag den Kirschgeruch auch total und das riecht auch total angenehm. Ja, muss jetzt nochmal gucken, wo ich den Nagellackentferner kaufe, weil den haben sie entweder aus dem Programm genommen oder den gerade nicht auf Lager. Dann das Nagelöl Mandel. Das. Ja, ich nehme eigentlich immer Mandel, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manche Düfte einfach mit manchen Kunden, also jeder Kunde hat halt auch einen eigenen Geruch und in Kombination riecht das manchmal echt unangenehm und Mandel riecht immer gut. Deswegen passt auch zu jeder Handcreme und deswegen immer Mandel. Hatte sogar als kleines Dankeschön ein Nagelöl-Früchtetraum, das werde ich natürlich ausprobieren. In so einem kleinen Fläschchen.
Dann hatte ich noch hier so eine das hätte ich ja mal vorher auspacken können, ne? Hier so eine Mischpalette. Die hat nur, weiß ich nicht, 49 Cent oder so gekostet. Und solche Displayteile. Da habe ich aber auch schon 3 Stück verwendet. Und zwar habe ich mir da hier einmal meine Versiegler drauf gemacht. Dann verschiedene Babyboomer Weiß, die ich so da habe. Die habe ich auch von hinten aufgetragen. War ein bisschen schwierig, sag ich mal, weil es ist halt andersrum. Aber es ging. Und dann meine Rubber Base habe ich dann noch einmal aufgetragen. Ja, einfach für die Kunden, dass sie einen besseren Überblick haben. Die 2 habe ich jetzt noch übrig. Genau, was ich mit eurer weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, und dann habe ich noch 2 Stempellacke. Na, die Stempellacke von MPK Nails sind sehr gut. Die sind auch vom Preis her sehr günstig. Da habe ich mal wieder weiß. Warum ich jetzt nur einen bestellt habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Normalerweise nehme ich mehrere. Und dann habe ich noch ein ganz helles Grau. Das finde ich auch, ich hatte vorher so kleine wie das Nagellack, das Nagelölfläschchen eben sozusagen zum Probieren. Und das Grau war sehr schnell leer. Wenn man es halt nicht ganz so weiß möchte, ein bisschen grau oder so für den Hintergrund oder als Schatten fürs Weiß, ist das top. Und war aber ganz süß, steht nämlich rosa drauf. Naja, falsch etikettiert, aber macht ja nichts. Es ist ja das Richtige drin. Mich stört es nicht. Und dann hatte ich noch, Moment, das muss ich einmal rausholen, das hatte ich nämlich schon eingeräumt. Also sozusagen ein bisschen Nail Art, und zwar, das war natürlich in so einem Teil drin, wie gesagt, ich hatte das schon eingeräumt. Das sind so goldene Teilchen, die man dann hier so draufkleben kann. Das wollte ich mal ausprobieren. So, dann habe ich mir hier den einmal einen weißen Streifen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den schon habe. Dann wollte ich nochmal die Kona, die waren gerade im Ausverkauf oder im Sale. Da habe ich mir nochmal 3 Stück mitgenommen. Und zwar die Buchstaben, einmal die normalen. Die geschwungenen habe ich schon. Und natürlich das ganze Alphabet und die Zahlen. Und hier die kleinen, sowas nutze ich tatsächlich auch sehr gerne. Einfach hier so ein Sternchen hinten drauf, sieht total süß aus. Oder jetzt zum Valentinstag einfach so ein Herzchen. Ja, die durften noch mit. Dann habe ich mir ein paar Tattoos mitgenommen. Einmal diese hier, diese Airbrush-Tattoos. Die sind schön, die sind einfach schön. Mag die total gerne und da geht immer mal was in den Warenkorb. Dann diese noch schwarz-weiß, auch sehr schön. Und noch einmal 3D mit Strassoga. Diese wunderschönen, was ja eigentlich sogar schon Aquarell ist. Diese Fische und so, denke ich, die laufen im Sommer ganz gut. Also die sind wirklich sehr hübsch. Ja, das war es eigentlich auch schon bei MPK Nails. Wie gesagt, war jetzt nicht viel. Und dann habe ich noch bei PNS24, also Pretty Nail Shop 24, auch ein paar Kleinigkeiten. Einmal diesen Shellac Top Coat ohne Schmitzschicht. Da war ich total irritiert, weil da hatte ich auch irgendwie den normalen Preis drin. Ich muss den nochmal schreiben. Den kann ich euch hier zeigen. Das ist dieser hier. Der glänzt auch schön. Also da kann man echt nichts sagen. Der ist auch sofort, kann man da drauf touchen. Ist echt schön. Ist mal was anderes, aber ich dachte eigentlich, es wäre ein richtiger, also
mit ein bisschen Farbe oder irgendwas drin, aber nö, der ist einfach durchsichtig. Ja gut, manchmal kauft man Sachen, die man eigentlich gar nicht unbedingt wollte, aber das ist halt so. So, dann habe ich mir, ich habe gerade, nehmt mal die Rechnung hier, kann ich mal kurz gucken. Ach genau. Dann habe ich noch hier das Glitzer, diesen Diamond Dust, solche Sprühflaschen, die mag ich super gerne. Warum ist denn hier grün drin? Okay, das war jetzt schräg, aber na gut. Gerade für den Sandeffekt sind die super. Dann habe ich mir die Instrumentendesinfektion mitgenommen. Die war im Angebot. Die ist eigentlich unheimlich teuer. Ich muss aber noch mal gucken. Also das ist mit dieser Dosierflasche ganz wichtig, wenn ihr die auf eine bestimmte Höhe haben wollt, Deckel aufmachen, dann geht's auch. Aber nur den einen und dann drücken und dann könnt ihr das füllen, dreht es wieder zu und ja. Passt. Ich muss noch mal gucken, ob das. Ach doch, hier unten steht sogar gelistet. Weil ihr müsst ja darauf achten, wenn ihr zumindest wenn ihr ein Nagelstudio habt, dass die Sachen auch gelistet sind. Wenn die Sachen nicht gelistet sind, dürft ihr die nicht benutzen. So, also hatte ich dann nämlich doch bei der Bestellung vorher nachgeguckt. Glück gehabt. So, dann habe ich mir zwei so Heftchen mitbestellt, die waren im Angebot für große Sticker und so. Ich habe auch schon etwas drin. Und zwar auch was, was ich mir mitbestellt habe. Diese Stripes. Das sind diese Stripes, die auch schön flexibel sind. Silber, Gold, in Weiß und in, ich glaube, Kupfer oder Roségold. Sieht auf jeden Fall sehr Roségold aus. Ich glaube, es war Roségold. Und Weiß, Gold. Ja, Roségold. Davon habe ich dann auch gleich zwei genommen. Und diese Unterlage habe ich noch bestellt. Und da war auch noch so ein Kissen dabei. Ich bin gerade ein bisschen am Rumprobieren wegen dem Kissen, weil mit meinem ist es ein bisschen hoch. Aber naja, das ist ein bisschen super klein. Also das ist wirklich, das hat hier die Größe von diesen Teilchen hier. Wirklich nur so ein. Und da muss man das immer hin und her ziehen. Und naja, das macht nicht ganz so viel Spaß. Ja, das war es auch tatsächlich schon. Der nächste Haul wird dann wieder ein bisschen größer. Bestellt habe ich es schon. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu überweisen bzw. zur Bank zu kommen. Deswegen, ich denke, das wird noch ein paar Tage dauern. Aber so eilig habe ich es nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass man nichts hat, ne? Zeige ich euch dann auch wieder. Das wird dann wieder ein Lilinades-Haul. Und dann seid ihr wieder dabei. Aber wie gesagt, ich wollte erstmal das Stativ jetzt ausprobieren. Das klappt wunderbar. Wackelt ein kleines bisschen, aber naja, besser wie das vorher. Das ist immer abgekracht. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, es ist jetzt Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch ein Wochenende und dann wünsche ich euch auch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!